ich hier sprechen darf. Der Druck wurde erhöht auf mich heute. Das habe ich so in der Form nicht erwartet. Ich möchte aber etwas vielleicht von der reinen Technologiebetrachtung heute Morgen etwas mich lösen und mit etwas provokativer Frage hier dann auch zu einem Schluss kommen, wie viel oder wie offen können eigentlich Behördenangebote letztlich sein. Ebenso, wenn ich sage, ich löse mich von der Technologie etwas, etc. kommt aus der Applikationsentwicklung, das ist hinlänglich bekannt und von daher möchte ich auch etwas die Lanze brechen für die User-Betrachtung. Das sind auf der einen Seite Sie oder ihr als Bürger, dann sind es Firmen, die im Behördenkontakt sind, letztlich die Außensicht und die Behörden natürlich untereinander, alle föderalen Stufen, das haben wir auch gehört. Wovon sprechen wir eigentlich? Wir haben mehrfach den Begriff gehört Cloud, Cloud Computing, Technologie, die entsprechenden Risiken, die Gefahren. Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sprechen wir von Services. Wir haben einige Beispiele vorhin gesehen. Wir nutzen Angebote, die im Internet vorhanden sind. Egal, ob die auf welcher Infrastruktur letztlich die auch produziert werden. Und diese Dienste, die sind eng verbunden mit den damit bewirtschafteten Daten. Ich glaube, der Begriff Service oder der Begriff Services und auch die Daten, die gehören zusammen. Also wenn wir dann über Risikoanalysen sprechen und Nutzungsmodelle, dann ist es nicht nur die eigene oder die einzelne Verfügbarkeit einer Applikation, die für mich nutzbar gemacht wird, sondern eben auch die Daten, die einhergehen. Also quasi ein Tupel. Was wir aber feststellen, letztlich ist ein Paradigmawechsel von der eher systemorientierten zur informationszentrischen Orientierung von diesem Ansatz. Was will der eigentlich auch sagen, dass wir uns hinbewegen zur Verfügbarkeit, jederzeitigen Verfügbarkeit von Daten, egal wo ich mich befinde, egal ob ein Schalter an einer Behörde auf der Gemeinde offen ist oder nicht. Das hat gewisse Auswirkungen auf die entsprechenden kommerziellen Modelle, die dahinter stehen. Die Nutzer sollten definieren, was sie haben wollen und die Anbieter streben natürlich zu einer Automatisierung, zu einer Homogenisierung ihres Angebotes. Wir alle kennen die sogenannte Helvetisierung von Diensten und Dingen, die wir einkaufen und in der Schweiz nutzbar machen. Das sind solche Themen, die da hineinkommen. Die Nutzung sollte einfacher und billiger sein damit, easy to use, easy to access, Pay-per-Use, solche Themen, die da hineinkommen. Auf der anderen Seite wird genau diese Erbringung der Leistung wird für den Anbieter, für den Cloud-Service-Provider letztlich insgesamt etwas komplexer. Die Strategien dahinter sind klar, der Anbieter möchte konsolidieren, möglichst wenig Abweichungen haben. Und der Nutzer, der kann von der Investitionsrechnung zu einer Betriebsrechnung grundsätzlich übergehen. Wir haben vorhin über gesetzliche Rahmenbedingungen einiges oder weniges gehört. In der Strategie des Bundes ist da etwas da. Ich möchte erinnern an Publikationsprinzip, an das Öffentlichkeitsrecht, aber auch den Datenschutz. Den haben wir vorhin etwas gehört. Da geht es ja um den Schutz der Privatsphäre.
letztlich, wir dürfen Daten im Ausland haben, gewisse Staaten sind einfacher damit zusammenzuarbeiten. Wir unterscheiden auch zu schützenswerten Daten. Es gibt entsprechende Agreements, nicht nur mit den Amerikanern, sondern auch mit den Europäern. Aber letztlich ist es unabhängig, ob wir uns in der Cloud, im Internet bewegen oder nicht, die Zugriffe, die Threads, die waren eigentlich schon vorher da. Sie sind uns letztlich erst auch noch mal bewusst gemacht worden. Nebst den eher kontrovers diskutierten Datenschutzthemen, wo wir Nachholbedarf haben im Datenschutzgesetz per se, gibt es natürlich viel mehr branchenspezifische Vorschriften, Compliance-Vorschriften. Ich denke da an die Banken und Finanzindustrie, FINMA-Vorschriften oder so, oder technische Vorschriften. Sie alle kennen diese ISO-Zertifizierungen etc. Das sind solche Themen, die da letztlich hineinspielen. Auf der anderen Seite die E-Government-Strategie des Bundes, die grundsätzlich in die Distribution und die Produktion aufgeteilt werden kann oder ist. Distribution heißt die Interaktion von der Behörde mit dem Bürger oder einer Firma beispielsweise, und die Produktion ist das, was die Behörde braucht, dass sie überhaupt agieren kann und produziert, sei es intern mit anderen Behörden oder gegenüber dem Bürger. Budget und Finanzvorgaben, da möchte ich nicht näher eingehen. Was wichtig ist, und das ist, das ist heute hier mit diesem Publikum, glaube ich, auch klar, der Einsatz von Cloud Computing Technologien ist eine natürliche Entwicklung der ganzen Industrialisierung der IT Richtung Outsourcing-Geschäft. Wir haben vorher die Strategie des Bundes gehört. Ich habe das etwas anders aufgezeichnet, Herr Müller. Wir haben die Private Clouds als Nutzungsmodell, wir haben Community Clouds oder wir haben die Public Cloud im Sinne der Nutzung. Wer kann oder welcher Service Provider kann entsprechende Angebote in diesen diversen Nutzungssegmenten anbieten? Besonders schützenswerte Daten oder wo der Staat, die seine territorialhoheitliche Macht auch ausüben möchte. Sensitive Daten, die möchte er mit der eigenen IT grundsätzlich produzieren. Dort, wo es ihm mehr oder minder egal ist, wenn die Daten mal publiziert sind, letztlich wer die dann mehr oder minder nutzt, weil sie nicht kritisch sind, das kann weltweit geschehen mit den ganz großen Anbietern. Und dann gibt es den mittleren Bereich der sogenannten Community Clouds, wo durchaus Interessen bestehen, dass die durch Schweizer Anbieter unter Schweizer Recht innerhalb der Schweizer Landesgrenzen entsprechend produziert werden können für die Behörden aller Stufen. Und da glauben wir oder haben wir auch schon Ideen entwickelt, dass nebst den genannten IT-Organisationen des Bundes oder der Kantone entsprechend auch private Anbieter tätig sein können. Die Cloud Security Alliance, die zeigt in dieser Tabelle relativ schön auf, wenn wir von Infrastruktur as a Service oder Software, sprich Applikation as a Service sprechen, wer trägt eigentlich welche Verantwortung und letztlich dann abgeleitet auch welches Risiko. Was da nicht steht, ist letztlich die Abstraktion dann, dazu. Was muss, wenn wir von Software as a Service sprechen, was muss der Mieter dieser Applikation, der Nutzer letztlich freigeben, wo muss er die Freiheit dem Anbieter lassen, die seine Leistung, den Service, mit der eigenen Technologie, mit den eigenen Prozessen, compliant mit allem letztlich auch
produzieren zu können. Also ich muss mich lösen als Nachfragender von dieser Spezifikation bis ins letzte Detail runter, in welcher Form etwas erbracht werden muss. Wenn ich die Infrastruktur als Service betrachte, dann übernimmt der Nutzer viel mehr eigene Verantwortung und der Cloud-Service-Anbieter, der stellt im Wesentlichen die Connectivity, das Blech, den Speicherplatz, solche Themen zur Verfügung und dann ist er raus. Oder? Also das Nutzungsmodell letztlich, wenn man das so ansehen wird, ist eigentlich komplexer hier von der Verantwortlichkeit her. Von der Definition her, was möchte ich nutzen, ist im Software as a Service her, sind noch ein, zwei Schritte zu machen, bis wir mit den Behörden auch und teilweise auch mit den Industriefirmen hinkommen. Letztlich die Konsequenz aus dem Ganzen ist eine Schutzgradklassifikation, die haben wir auch schon gehört. Ich muss mir selber als Nutzer klar werden darüber, was möchte ich in welcher Form in meine Businessprozesse einbinden und durch wen lasse ich mir diese produzieren und wie möchte ich die schützen. Und dann ganz wichtig die Definition von Leistungsmerkmalen, KPIs, solche Themen spielen da eine Rolle. Wenn wir zur Community Cloud Nutzung übergehen, wie kann das etwa aussehen in einem Behördenumfeld? Wir haben einen Serviceanbieter, der hat die drei Schichten, die Infrastruktur, die Plattform und dann die Applikation. Wir haben zwei Behörden beispielsweise, die irgendeinen Umzug abwickeln, der ein Bürger initiiert hat. Das wird behandelt, wird grundsätzlich auf derselben Applikation zentral oder für die Behörde eben dezentral produziert, die Daten gespeichert und entsprechend den Verantwortlichkeiten, den Zugriffen, den der Zielwohngemeinde entsprechend dann auch zur Verfügung gestellt. Letztlich ist dies eine Ausprägung von einer Community. Beide Wohngemeinden nutzen mehr oder minder dieselbe Plattform, benutzen hoffentlich auch dieselbe Applikation, muss nicht sein, aber der Datenaustausch, der hier oder die Daten, die generiert werden, die dann eben über den Plattformlayer ausgetauscht werden, die machen den Mehrwert aus. Die Gemeinde A kann natürlich nicht auf die Daten der Gemeinde B zugreifen, das ist auch klar. Da gibt es verschiedene Beispiele, wo wir uns Community Clouds entsprechend diesem Nutzungsmodell grundsätzlich vorstellen können. Die Open Government Data, das ist klar. Ich habe das auch beim Kaffee vorhin nochmal etwas gesagt, das ist die Interaktion der Behörde mit dem Nutzer. Für mich ist die OGD-Geschichte nicht getan, wenn ich einfach nur die Daten publiziert habe, sondern ich möchte auch etwas aus der Datenanalyse, die Dritten machen, auch gewinnen und daraus lernen. Also es ist eine Interaktion und nicht nur eine Publikation. Von daher braucht es dann eben auch letztlich einen öffentlichen Teil in dieser Community. Dann den Umzug, den habe ich gesagt, Parkkartenmeldesystem, das ist auch etwas, das man sich vorstellen kann, und weitere Themen. Die Schulen als halbstaatliche Organisationen oder so kann man die auch auffassen. Dort hat man extrem viel Interaktion letztlich zwischen Schulleiter, Lehrer, zwischen Schulleitung, Schuladministration und Gemeinde. Man hat zwischen den Lehrern und den Schülern, den Lehrern und den Eltern. Ich glaube, jeder von Ihnen, der Familie hat, ist klar, dass im Schulbereich extrem viel Potenzial steckt, da die Prozesse, die Daten etwas zu optimieren. Sei dies von der Primarstufe aus, Sekundarstufe in die berufliche Weiterbildung oder dann in der Weiterbildung als solches, wo Sie Ihre Daten auch mitnehmen und damit auch die
Interoperabilität entsprechend leben können. Was wir von Netzetra her aus anbieten, ist heute noch bekannt unter dem Namen Swiss Government Cloud. Wir haben gelernt, dass wir da etwas darüber sprechen müssen. Aber ich bleibe mal bei diesem Begriff im Moment. Was wir machen ist, oder was wir realisieren wollen in der Vision, ist, dass wir einen sogenannten Government App Store bauen wollen über die lange Zeit hinweg. Das sind Fachapplikationen, die es teilweise heute noch nicht gibt oder in dieser Form noch nicht gibt. Die sind auf Webtechnologien aufgebaut, können am normalen Laptop oder PC benutzt werden, aber auch mobil. Und wir bieten dazu die entsprechenden Plattformdienste für die öffentliche Hand. Und da stoßen wir dann eben in dieses Community Cloud Modell hinein. Einerseits möchten wir das für die Behörden oder die Verwaltungen entsprechend machen, aber andererseits möchten wir auch für unsere Partner im Markt attraktiv sein, dass die mit deren Applikationen auch auf diese Plattform kommen und ihre eigene Applikation einbringen können. Architektonisch könnte das etwa so aussehen, dass wir einen Infrastrukturlayer haben. Da komme ich noch ganz kurz darauf zurück. Wir haben den Backbone oder den Plattformlayer mit gewissen Services. Zentral ist da natürlich der IAM-Bereich, die Geschäftsverwaltung beispielsweise, Archivlösung, wo wir Schnittstellen haben können. Das ganze Interfacing zu Drittlösungen, das ist extrem wichtig. Schnittstellen, SEDEX beispielsweise oder COMBV, solche Themen sind relevant. Warum postulieren wir so eine Plattform-Layer? Wir sind der Überzeugung, dass die Applikationen, die darüber sind, entsprechend entschlackt werden können und profitieren von diesem Plattform-Layer. Und so auch die Total Cost of Ownership über die Zeit hinweg reduziert werden kann, was auch in der Government-Strategie drinsteht und in der Cloud-Computing-Strategie ebenso, dass man Effizienzsteigerung hat, Kostensenkung, Konzentration auf die Kernprozesse. Das sind Merkmale, die wir glauben, somit realisieren zu können. Nichtsdestotrotz, das alles kann Netzetra mit ihren Partnern alleine nicht. Und darum sind wir da eigentlich auch auf die Hilfe der Community angewiesen, wenn sie Applikationen haben, die sie denken, da anbieten zu wollen, respektive auch hineinbringen zu wollen, dann glauben wir, dass wir da am richtigen Ort sind. Wie produzieren wir das hier? Ich bin ein Non-Techie, darum möchte ich da ganz kurz meinen Spickzettel hervornehmen. Den Cloud Layer letztlich, das ist klar, das wird mit OpenStack-Modulen gemacht. Da gibt es verschiedene Stichworte. Darüber kommen dann die entsprechenden Betriebssysteme, CentOS, was wir aus Netzetra sehr gut kennen, Windows-Images etc. Und darauf aufbauend werden letztlich die entsprechenden Applikationsserver und Webserver etc. auch genutzt werden. Wie realisieren wir das? Wir realisieren das nicht nur von heute auf morgen. Wir haben letztes Jahr begonnen mit einigen Vorträgen auf der einen Seite, Privatgesprächen, Bilateralgesprächen auf der anderen Seite. Es sind verschiedene Roadmaps, die wir letztlich verfolgen. Interessant kann das Bild sein, es ist eine Abstraktion logischerweise dieses Layer-Modells. Die Government Cloud per se kann man sich auch als Jelmoli-Warenhaus vorstellen. Wir haben da, wir sichern letztlich Strom, Wasser,
Kühlung und den Verkauf und die SLAs logischerweise. Das ist eine Leistung der Government Cloud. Auf der anderen Seite bauen wir das über die Zeit hinweg schrittweise auf. Wir haben schon Applikationen, die quasi als Silo-Modell funktionieren. Komme ich nachher noch drauf. Aber über die Zeit hinweg wäre es durchaus sinnvoll, dass wir gewisse Dienste, die heute built-in sind in einer Applikation, modularisieren können, auslagern und so einen Beitrag leisten zum Aufbau dieser Shared Services Layer. Das ist das Zielmodell letztlich. Wie wir das dann erreichen werden, das hängt auch teilweise von ökonomischen Rahmenbedingungen ab. Ein Beispiel oder zwei Beispiele hier, IPOLIS, das ist noch nicht live, ist aber durch die Polizeikonkordate Zürich, Zug und zwei weitere schon abgenommen worden. Das wird am 1. Oktober live gehen, nach dem neuesten Wissensstand. Das ist eine Form, wie der Bürger mit der Polizei zu gewissen Use Cases interagieren kann. Heute geht man auf den Polizeiposten, macht eine Diebstahlsmeldung, Kennzeichenverlust, muss das noch mit dem Straßenverkehrsamt machen etc. Ab Oktober können wir das über das Web machen. Velodiebstahl habe ich gesagt, Ziel wäre natürlich, den Polizeireport, der dann generiert wird, entsprechend auch elektronisch meiner Versicherung übermitteln zu können, meiner Hausratsversicherung beispielsweise. Das wird im ersten Schritt noch nicht möglich sein, aber mit diesen sicheren Safes, die auch mittlerweile angeboten werden, wäre das eine Möglichkeit, wo wir die digital signierten Polizeireporte entsprechend auch abspeichern können und dann mit entsprechenden Freigabeprozessen meiner Versicherung zugreifbar machen. Das ist so etwa eine Möglichkeit. IPOLIS hier, das ist E-Government-Distribution, also Interaktion zwischen Behörde und Bürger. Letztlich geht es da auch um Datenqualität. Und Sie kennen alle das Bild des Polizisten, der mit der alten Schreibmaschine noch etwas tippt. Da wird letztlich dem End-User die Dateneingabe zugemutet. Aber das sehen Sie an verschiedensten Orten heute schon. Prozessdokumentation, Herr Müller hat vorhin auch etwas Ähnliches gezeigt, die Aktivitäten, wo die Gemeinden und die Kantone Pflichten haben, ihre Prozesse zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen. Das kann man grundsätzlich auch mit Tools aus der Cloud machen. Das ist ein Angebot, das heute mit einzelnen Gemeinden im Kanton Zürich schon realisiert wird. Und dann gibt es im Zivilstandswesen eine Applikation, die von einem Partner aus der Westschweiz kommt, das wir nicht selber gebaut haben. GestStar heißt das. Da kann ich mit einem Migrationshintergrund geschiedenen Eltern mich noch verheiraten über mehrere Nationalitäten hinweg. Das, was unsere Zivilstandsämter etwas an den Anschlag bringt, kann man darüber abwickeln. Entsprechend ist eine solche Applikation auch durch den Verband der Zivilstands, nicht Schreiber, wie heißt jetzt das, Zivilstandsbeamten, freigegeben worden und empfohlen worden. Da geht man typischerweise durch einen Beschaffungsprozess durch, wenn man das kantonal zentral machen will. Und auch da ist der Trend da, dass eine solche Applikation nicht immer in der eigenen Wohngemeinde betrieben wird oder durch deren Informatikorgan, sondern zentral durch die Kantone und dann von den Gemeinden genutzt werden kann. In der Westschweiz, Kanton Waadt, ist das Modell schon sehr ausgeprägt und einzelne Kantone
St. Gallen und teilweise Thurgau sind sehr daran interessiert, da einen Schritt vorwärts zu machen. Aber letztlich auch im Rahmen der Ablösung ihrer eigenen Applikationen, und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Zurück zur Frage, wie open kann etwas sein? Ich bin der Meinung, Behördenangebote können grundsätzlich sehr offen sein. Es ist nicht eine Frage der Technologie oder der Technik. Ich glaube, das ist grundsätzlich gelöst. Offen muss man sein im Bereich der Beurteilung, was ist schützenswert oder wie schützenswert und wo kann ich Nutzen daraus ziehen für meine eigenen Behördenprozesse oder Geschäftsprozesse. Letztlich ist es in meinen Augen eine Frage der Einfachheit der Applikation, der Sexiness, der Transparenz, was und welche Prozesse kann ich effektiv nutzen und nicht nur eine Frage der Gesetzgebung per se. Die Bereitschaft der Nutzer, sich auf diese Services einzulassen, ist grundsätzlich etwas unterschiedlich. Das haben wir in den Gesprächen auch gemerkt. Einerseits sind die Fachbereiche relativ offen, die möchten auch quick and dirty etwas nutzen können. Das Umfragetool haben Sie vorhin gezeigt, das ist ein gutes Beispiel. Auch andere Dienste letztlich. Die IT-Abteilungen sind da etwas, ich sag mal, beratungsresistenter. Auf der einen Seite ist das verständlich, weil sie für den gesamten Laden verantwortlich sind und entsprechend auch das Big Picture haben müssen. Aber ich glaube, dass die IT-Abteilungen da auch sehr viel Nutzen daraus ziehen können für ihre eigene Infrastruktur auf gewisse Services aus der Cloud Dienste beziehen zu können, logischerweise. Das Bildchen da, das wurde vorhin auch gezeigt. Für mich entscheidend ist auch, was steckt in diesen Ausschreibungen drin. Und letztlich ist nicht die Ausschreibung oder das Beschaffungsgesetz als solches, dass da der limitierende Faktor ist für die Offenheit, sondern man muss sich die Frage stellen, was ist der Ausschreibungsgegenstand? Oder wie definiere ich, welchen Service ich jetzt beziehen muss? Und das ist natürlich viel einfacher zu sagen, hey, ich möchte 20 Terabyte Speicherplatz und das muss 724 verfügbar sein und noch einen Backup-Dienst oder sowas dazu. Letztlich, aber ich muss einen Service beziehen können und, oder einen Service definieren können. Und das wird, je weiter wir nach links gehen von dieser Cloud Security Alliance-Tabelle, da, je weiter wir nach links gehen, desto anspruchsvoller und desto mehr müssen wir uns lösen von den heutigen Denkmodellen. Ich glaube, das ist dann die Frage, wie offen sind wir da und nicht die Technologie oder auch, aber nicht nur, mit welcher Technologie wir einen Service erbringen. Zusammenfassend kann ich sagen, wir sehen einen Paradigmawechsel Richtung informationszentrischen Ansatz. Der Datenschutz ist wichtig, aber nicht allein seligmachend. Die Risikobeurteilung, und da kann man auch etwas offener sein, denken wir, weil die Industrie und die Privatwirtschaft natürlich sehr gut auch darauf schaut, dass die Prozesse, die Intellectual Properties, die Daten entsprechend auch geschützt werden. Wir können uns keinen Imageverlust leisten. Ich glaube, da können sich die Behörden auch darauf verlassen, dass das nach bestem Wissen und Gewissen auch gemacht wird. Der Community Cloud-Ansatz ist für Industrieanbieter, wie wir sie sind, letztlich sehr
interessant, dass wir da unsere Dienstleistungen auch erbringen können. Nichtsdestotrotz ist es nicht nur unser eigenes Geschäft, sondern auch das Weiterbringen der Behördendienste im E-Government-Umfeld. Ich glaube, wir profitieren alle als Bürger davon. Und auf der anderen Seite bin ich nach wie vor fest der Überzeugung, dass die Cloud-Dienste, die Services open produziert werden können und nicht nur proprietär. Besten Dank, jetzt bin ich gespannt auf gewisse Fragen. Danke sehr. Besten Dank. Wir haben Zeit für zwei Fragen, bevor es weitergeht. Ich würde gerne noch etwas mehr hören über die konkreten Hindernisse, die sich stellen bei der Migration einzelner kantonaler Stellen auf Cloud-Lösungen oder auf gemeinsame Lösungen. Wo sehen Sie denn die größten Probleme? Die größten Probleme, die sind, wenn ich ganz offen bin, mentaler Art. Mentaler Art in dem Sinn, dass viele Fachbereiche an ihre IT gebunden sind und über die IT beschaffen müssen. Das ist eigentlich der Beschaffungsprozess per se. Und dann die Definition des Leistungs- oder des Ausschreibungsgegenstandes. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist die Frage, bin ich ein Leader, ein Enabler oder bin ich ein Follower? Es gibt Kantone, die eher mutiger sind, die eher, ich sag's mal, Generationen von Personen beschäftigen, die etwa unseren entsprechen und die da etwas offener sind, geübter, auch in der Nutzung, teilweise bewusster oder offener von Cloud-Technologien oder Internet per se und die Abstraktion machen können zwischen der privaten Nutzung, was ich zu Hause als Privatperson mache und die Transformation in die Geschäftswelt auch vollziehen. Und nicht einfach nur blocken und sagen, okay, ich will gar nicht, weil ich muss mich ja verändern. Das ist ein Change-Management-Prozess letztlich. Und ich glaube, das sind die Themen, die ich jetzt spontan am ehesten nennen würde. Es ist weniger, gesetzlich, ich darf nicht oder so. Kanton Zürich hat einige Altlasten da, das ist klar. Da dürfen Sie zum Beispiel nicht Ihre eigenen Steuerdaten publizieren ins Internet, obwohl ich eigentlich meine eigenen Daten sehen dürfte. In anderen Kantonen, im Kanton Zürich, da darf ich das nicht. Da gibt es schon noch Themen, aber ich glaube, viel wichtiger ist das Change Management, wie produziere ich welche Leistung aus der Behörde hinaus.